Wie viele Schweizer Betriebe bildet auch das SECO Lernende aus. Sie erlangen hier genau jene Fachkompetenzen, die sie später an ihrem Arbeitsplatz brauchen. Um in einem globalisierten, wirtschaftlichen Umfeld konkurrenzfähig zu bleiben, sind auch Unternehmen in Entwicklungsländern auf gut ausgebildete Arbeitskräfte angewiesen, die über die vom Markt benötigten Kompetenzen verfügen. Schauen wir uns die Situation in Indonesien an. Indonesien stellt die viertgrößte Bevölkerung und die zehntgrößte Volkswirtschaft weltweit. Der Anteil armer Menschen an der Gesamtbevölkerung konnte zwischen 1999 und 2016 auf knapp 11% halbiert werden. Trotzdem leben immer noch 28 Millionen Indonesierinnen und Indonesier unterhalb der Armutsgrenze. Eine der größten Herausforderungen in Indonesien ist die Struktur des Arbeitsmarktes. Einerseits treten jedes Jahr 1,7 Millionen Jugendliche ins Erwerbsleben ein und finden nicht genügend Arbeitsplätze vor. Andererseits bringt das nationale Ausbildungssystem nicht genug Arbeitskräfte hervor, die über die von der Wirtschaft benötigten Kompetenzen verfügen. In diesem Kontext baten die indonesischen Behörden die Schweiz um Unterstützung. Das SECO lancierte daraufhin das Projekt Skills for Competitiveness. Es unterstützt 5 indonesische technische Hochschulen in den Bereichen Metall, Holz und Nahrungsmittelverarbeitung zusammen mit dem Privatsektor und den Behörden eine duale Berufsbildung aufzubauen. Zusammen mit Experten aus der Industrie entwickeln die Schulen neue Lehrpläne und Praktika, die sicherstellen, dass Technikerinnen und Ingenieure den Bedürfnissen der Unternehmen entsprechend ausgebildet werden. Zudem stärkt das Projekt die Kapazitäten des Lehrpersonals. Bisher wurden mit über 100 Partnern aus der Industrie 85 Workshops und Trainings durchgeführt. Davon profitierten beinahe 800 Studierende und Lehrpersonen.